Selle von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für 1.167.000.000 € wurden im Jahre 2015 Kinokarten verkauft. Das ist ein Rekord in der deutschen Kinogeschichte. Das waren über 139 Millionen Besucher. Auch das ist ein Rekord. Und das Spannendste von denen, die 2013 und 2014 nicht im Kino waren, konnten 2015 ein Drittel ins Kino gelockt werden. Unter den 31 Filmen, die 2015 mindestens 1 Million Zuschauer hatten, waren 9 deutsche Filmproduktionen. Das ist ebenfalls ein Rekord. Kino hat Attraktivität behalten und konnte Attraktivität ausbauen. Über diese Erfolge dürfen wir uns freuen, ganz besonders darüber, dass der Anteil der deutschen Filme gewachsen ist, die das Gefallen der Zuschauer finden. Da darf man den Schluss ziehen, dass die filmpolitischen Rahmenbedingungen gut gesetzt waren. Und an dieser Stelle wollen wir auch mit dem neuen Filmfördergesetz weitermachen. Unser Anliegen ist es, Qualität im deutschen Film zu fördern, beim Kurzfilm, beim Kinderfilm, der uns besonders am Herzen liegt, beim Dokumentarfilm bis hin zum Spielfilm natürlich. Film ist Kultur- und Wirtschaftsgut zugleich. Eine erfolgreiche Filmförderung muss daher wirtschaftliche und künstlerische Faktoren berücksichtigen. Genau diesen Elementen widmet sich der Gesetzentwurf. Alle Entwicklungsstufen werden in den Blick genommen, vom Drehbuch über die Projektförderung, der Vermarktung bis hin zur Kinoförderung. Die Kunst des Filmschaffens kann aus einem guten Drehbuch einen guten Film machen. Aber am Anfang steht das gute Drehbuch, und deshalb konzentrieren wir Fördermittel darauf, in die Qualität des Drehbuches zu investieren. In der Natur des Filmschaffens liegt es, dass künstlerischer Anspruch und begrenzte Mittel, geplante Drehzeiträume und Wetter und Ähnliches zur Selbstausbeutung führen können. Mit diesem Gesetz führen wir eine Mindestförderquote von 200.000 € ein und wollen mit der angemessenen Beteiligung der Filmförderung an den Herstellungskosten vorsehen, dass es bei der Förderung, bei der Finanzierung nicht am Förderbetrag mangelt. Der Verwaltungsrat bekommt den Spielraum, die angemessene Beteiligung nachzujustieren. Das ist ein Beitrag, um soziale Absicherung zu schaffen. Wir tun das alles als Mittler und Moderatoren für die Filmwirtschaft. Die Gelder nämlich, die wir nach den Regeln des Filmfördergesetzes ausgeben, sind keine Steuermittel, sondern stammen zum großen Teil aus Anteilen an verkauften Eintrittskarten. Auch das muss immer wieder gesagt werden. In diesem Prozess kollidieren die Interessen der einen Gruppe durchaus mit Interessen von anderen. Deshalb haben wir die ehrenvolle Aufgabe, einen akzeptablen Weg zu finden und die Regeln für alle verbindlich zu beschließen. In der letzten Legislaturperiode konnten wir da nur marginal handeln, weil vor dem Bundesverfassungsgericht grundsätzlich über die Förderung beraten wurde. Nun ist Klarheit geschaffen worden im Januar 2014. Und deshalb können wir mit einem grundsätzlich neuen Ansatz Strukturen schaffen, die versuchen, die Arbeit zu verbessern und effektiver zu machen. Dazu gehören die 3 Entscheidungsgremien, die sich konzentrieren können auf Drehbuch und Produktion, Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung und Kinoförderung. Statt eines 3-10-köpfigen Vergabegremiums, das bisher alle Anträge bearbeitet hat, sollen nun 3- bis 5-köpfige Förderkommissionen gebildet werden, die sich konzentrieren können und deren Arbeitsbelastung verkleinert wird. Mit diesem Ansatz wollen wir ebenfalls das Augenmerk auf die Beteiligung von Frauen richten. Um die Einnahmen zu verstetigen und gerecht auf die Einzahlergruppen zu verteilen, wird es zu Erhöhungen kommen. Hier stellen wir glücklicherweise in der Tendenz mehr Akzeptanz als Kritik fest.
noch nicht ganz geklärt ist, wie wir mit Video-on-Demand-Anbietern aus dem Ausland verfahren wollen, damit sie gerecht beteiligt werden. Vor diesen Fragen der Globalisierung und der Digitalisierung stehen wir generell, auch bei den Steuern zum Beispiel, und der Druck, zu Lösungen zu kommen, ist, glaube ich, stark gewachsen. Erste Signale von der Europäischen Kommission gehen in diese Richtung. Das Kino, das seinen Platz im kulturellen Leben behauptet, wollen wir weiter stärken und schützen, vor allem im ländlichen Raum. Das heißt auch, weiterhin soll die erste Verwertungsstufe das Kino bleiben, und es soll auch weiterhin Sperrfristen geben. Das heißt aber auch, wir wollen flexibler werden mit diesem Instrument, und wir wollen bei innovativen Cross-Strategien und bei mangelndem Interesse an einer Kinoauswertung schneller zu den nachfolgenden Auswertungsstufen kommen. Das ist zeitgemäß und gehört zu den Erfahrungen der letzten Jahre. Auch aus unserer Fraktion gibt es Ideen, die wir in den Diskussionsprozess einbringen wollen. Dazu gehört das Erfolgsdarlehen, mit dem wir uns noch einmal befassen wollen, weil wir es nach wie vor für richtig halten, die Erfolgreichen zu stärken und zu neuen Projekten zu motivieren. Die Idee aus der Branche, einen Erlöskorridor für Produzenten von Anfang an zu ermöglichen, wollen wir auch diskutieren, und wir wollen auch den Kinderfilm stärken. Als Thüringer Kulturpolitiker liegt mir der Kinderfilm besonders am Herzen, denn Thüringen ist Kinderfilmland. Vielleicht kann man da bei der Besetzung der Gremien des FFA-Verwaltungsrates etwas bewirken. Wenn einer der vorgesehenen Produzenten sich für den Kinderfilm engagiert, wäre das schon etwas. Ich freue mich auf den Diskussionsprozess. Genügend Stoff gibt es. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich schließe damit die Aussprache.